Und hallo und herzlich willkommen. Willkommen zurück zu Minecraft im Kreativmodus mit mir, dem Yoshi. Jetzt machen wir hier noch ein paar Feinschliffarbeiten für den Weg. Und müssen uns dann mal gucken, oder ich gucke mir dann mal einen geeigneten. Der hat da die Kettenrüstung an, der Junge. Gut. Passt ja zu dem Thema hier oder der Bauart, Mittelalter und so. Bauen wir hier erstmal, reißen wir erstmal hier die Blöcke raus, die Erde oder buddeln die hier weg. Aber die zerberstet ja hier einfach ganz schnell. Wir sammeln hier auch die Samen aus, ein, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Die haben wir ja in unserer großen Sammlung drin. So, was nehmen wir denn da? Hier haben wir den, hier haben wir das. Eigentlich sieht das schon nicht so ganz verkehrt aus. Machen wir das doch so. Da müssen wir den aber auch erneuern. Oder machen wir das so. Früher waren die. Ja, wir können uns das. Wir können ja gleich nochmal gucken. Aber erstmal machen wir das jetzt hier so. Haben wir alle Zeit der Welt und es steht ja keiner hinter uns mit dem Schießgewehr und so, jetzt musste und nichts anderes. Wir teilen uns das hier alles schön ein. Weiß ja Bescheid. Echt, wenn man hier aufnimmt und irgendwas ma macht, wirklich, dann geht die Zeit so weg. Och, ist schon 20 Minuten? 20 Minuten? Ja. Ist leider so, schon vorbei. Ja, komm, mach die Flatter. Ich weiß, ein Haus auf Kies zu stellen, ist nicht gerade sehr sicher. Ach so, wir wollten ja erstmal hier weiterbauen. Wie sieht das denn aus von innen? Da kann man eigentlich noch eine Reihe draufsetzen. Ja, der. Hier der Bauer, die ganzen Bäcker und dies und das. Der kriegt hier noch einen Stock, wo er sich dann wo er dann sich schlafen legen kann. Und unten werden dann die Tiere geschlachtet. Bauen wir dann schon ein Stückchen von der Decke ein. Nebenbei. Das ist der Kamin. Habe ich gerade mal so beschlossen. Manchmal werden die Sachen ja auch gegrillt angeboten beim Metzger.
gepökelt und so, weißt du? Doch, das kann man machen, kann man mal machen. So, dann bauen wir hier erstmal zu. Da ist das Spinnchen. Sie denkt sich auch. Gucken wir mal, was der gerade da so baut. Gar kein Problem. Jetzt ist er runtergefallen und hat sich die Beinchen gebrochen. Und nur Schreck eins fallen gelassen. Zwei nehmen, drei fallen lassen. Mach minus ein. Mach minus drei Beine. Nee. Nein, minus ein Bein doch. Wäre doch richtig. Wenn schon, dann einen richtigen Müll haben. So, machen wir hier zu gerade mal. Damit uns hier nicht so am Kopf regnet. Und, nee, ich warte mal. Vielleicht hätten wir das ein bisschen größer. Alter, was machst du denn hier? So. So, Treppen. Genau, die brauchen wir, statt das TNT. TNT, Dynamite. Machen wir hier noch ein paar Treppen hin. Sage ich mir auch immer. Sag ich mir immer, wenn ich mir die Zähne putze und den Speichel da ausspuck. So, willst du mich jetzt verarschen? Aber Junge! Ach so, weil da keine Treppe ist. Darum. Ja, ich reg mich immer ein bisschen schnell auf. Bauen wir das so weit zu, wie wir da hochkommen. Auch im Regen. Jetzt haben wir mehr Treppe als beliebt ist. Was machst du denn hier? Die Steine wegnehmen oder was? Weg hier. Hopp. Tschüss. Auf Wiedersehen. So, hier kann man ein paar größere Fenster reinmachen.
Eins nach vorne, eins nach vorne, eins nach hinten raus. Damit man von oben die Schweinchen und so sehen kann. Und ich finde, so 10 Minuten, da kann man kaum was machen. Also zumindest ich kann ja kaum was machen. Bei mir gibt's halt keine Spitzdächer. Tut mir leid. Versuch gleich noch mal den Bürgermeister, wenn wir hier soweit sind. Muss dann noch mal eine kleine Änderung vornehmen. Weil ich hätte ja gesagt, wir legen ja alles mit Latex aus. Mit weißem Latex. Linoleum, wie auch immer. Wasser abweisen, Blut abweisen. Gut reinigen, kann man gut reinigen. Legen wir noch eine drauf. Eine Schicht. Und dann wird hier oben zugemacht. Und was kann man denn hier machen? Weil wir müssen ja die Ecken auch wieder ein anderes Material nehmen, haben wir ja bei den anderen Häusern auch gemacht. Ich glaube, wir machen ja auch mit Stein zu, einfach so. Wo war jetzt nochmal der Kamin? Hier war der. Da müssen wir wieder hochziehen. So. Da müssen wir wissen, wo der ist, wenn wir hier jetzt auch zu machen. Macht man ja allen Handwerksberufen, wenn irgendwas zugemauert ist, und man kann dann erst weitermachen, wenn es dann da zugemauert ist oder verputzt oder verkleidet oder hat, weiß der Geier was passiert, damit man da wieder weiterarbeiten kann. Man macht es dann so, dass die dann nichts zu, da nicht mal unsere Geräte zu basteln, zu schmieren mit ihrem Zement oder also die anderen, die dann arbeiten oder was die dann da gerade brauchen und verputzen oder kleben oder also, ne, zur Markierung, dass man weiß, wo das ist. Da haben wir das Loch gleich auch schon drin. Vielleicht entweder gucken wir mal, ob wir das heute noch fertig bekommen. Ich habe gedacht, so 10 bis 15 Minuten ist ein bisschen. Da schafft man nicht viel. Ich will euch auch was zeigen. Sehr blöd, wenn ich hier ein halbes Haus, dann bei der nächsten Folge kommt wieder das nächste halbe Haus und. Nee. Ich will euch schon was Schönes zeigen und nicht. Ja, beim nächsten Mal machen wir dann die eine Wand weiter und beim nächsten Mal machen wir die Wand weiter. 38 Minuten ist schon ziemlich lang. Dann denkt man schon, wie ist die Folge noch nicht vorbei und so. So 25 Minuten bis 28 Minuten so um den Dreh. Was ist denn hier los? Ne, das machen wir jetzt so. Wieso mache ich hier wieder die Ecken weg? Weil ich ja hier aus einem anderen Material die Ecken verschönern oder
So, weiß ich hier. Hier ist die Grundfeste. Und hier machen wir das so. Dann hat er halt auch so ein kleineres Fenster. So, jetzt suchen wir uns mal das richtige Holz aus. Hier, da haben wir, was haben wir denn da? Dann nehmen wir doch das schwarze Holz hier. Treppen brauchen wir gleich noch. So, und damit ihr wieder nicht wirklich irgendwo eine Richtung. Ach, hier haben wir die Ecke gar nicht weggemacht. Dann den. Entweder machen wir hier einen Bogen. Jetzt willst du mich doch hier ernsthaft verarschen. Machen wir hier so wie so ein. Nee, komm weg. Weg damit. Sieht zwar schön. Oh. Machen wir das als Dachboden, aber der wird nicht genutzt. Vom Lutz. So. Jetzt einen Block, ja. Müssen wir hier auch noch den Kamin höher ziehen? Oder? Ab in die Tiefe gestürzt. Wieder spurlos aufgehört zu regnen, obwohl man nichts gesehen hat davon. So. Das hebt sich von den anderen Häusern ab, oder vielleicht machen wir aus den anderen Dächern das gleiche noch. Das entscheidet mein Kopf. Ganz spontan, so, dafür, dass man das gleiche oder schön oder gleiche Farbe hat. Aber hier schwarze Treppen. Die Steine wollen wir leider. Noch. Ich fange hier zur Freude fast an zu kotzen. Gab es hier nicht noch schwarze? Alter, dass man immer genau davor stehen muss. Da kriege ich die Kotze, wenn ich das sehe.
Krieg ich die Kürze, wenn das so passiert hier. Sorry. Für diese Wundausbrüche. Auf dem Dachboden ist immer eng, darum sieht das jetzt hier auch so aus. Willst du mich jetzt verarschen? Nur hier wieder von innen rangehen. Ja, genau die falsche Richtung. This battle. Wollen wir gerade den mal hier wegmachen. Sieht schon mal so aus, wie ich das mir fast. Muss da auch den richtigen Winkel treffen, sonst funktioniert das hier nicht. Gucken wir. Muss man schon so schief hier dran bauen, sonst. Wer klaut uns denn da die Steine? Welcher Affe. Das geht natürlich nicht. Okay, dann müssen wir das. Kann man ja dran so. Ja, ein bisschen höher gehen. Willst du mich. Ganz ruhig, ganz ruhig. So. Oh, leck mich doch am Arsch hier. So. Gesichtsaffe, Gesichtskrebs. Da auch so ein kleines Loch vorne rein. Guck mal. Hey, Alter, ich flipp aus, weißt du? So, hier brauchen wir wieder normales Holz für. Jetzt nochmal die gleiche Geschichte hier auch wieder. Wieder eine Reihe wegnehmen. Setzen wir hier erstmal Treppen ein. Schön davor stehen, ne? Sonst macht er hier wieder so eine Ecke rein. Die liebe Junge. So. Der Gesichtselfmeter hier. Meine ich mich, sondern ich meine hier die Figur, weil ich setze das, will das ja richtig hinmachen, aber der macht ja wieder hier, was er will. Oh, ey, das ist ja Fummelskram. Habe ich das mit den anderen Dächern oder? Schwer ist es ja nicht. Ich habe wenigstens was gefunden, das aussieht. Zwei Reihen. Seite erlöst erstmal, denke ich mal. Ja. Werden wir da demnächst noch ein bisschen den Metzger einrichten. Ofen braucht auf jeden Fall. Werden da wird da Linoleum ausgelegt, schön weiß oder Kacheln. Sag ich mal, sind das. Hm?
Junge, 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 Junge. So. Jetzt brauchen wir noch mal Holz. Da brauchen wir noch mal diesen hier. Da. Ist die gleiche Farbe. Jo. Weiß. Oder weiß er was? Wir fahren mit der Straßenbahn nach Rüst. Ist es schön, wir bleiben noch. Hey. Alter, für das so. Jetzt aber. Oder, warte mal. Müssen wir aber noch was mit den Fenstern machen? Aber das alles sehen wir dann in der nächsten Folge. Oder auch nicht. Ich stört das ja, weißt du. Das muss alles schön aussehen, damit ich hier im ruhigen Haus gehen kann. Ja. Ich mache mal so eine kleine Häuserfront. Front. So. Wunderbar. Gehen wir nochmal ganz rum. Die waren hatten ja normalerweise keine Fenster drin. Ich bin jetzt anders. Wie viel? Ja, genau. Wieso ist denn hier eigentlich ein Loch drin? Kann mir das mal einer erklären? Klaut mir ja einer wieder die Steine. So, und im nächsten Mal werden wir uns dann darum kümmern, hier alles einzurichten. Ein paar Fenster reinzumachen, also ein paar Fensterscheiben. Dann gucken wir mal, ob wir das bei den anderen auch so machen. Da haben wir ja noch Spielraum. Da müsste hier noch ein. Hier könnte man. Ja. Da auf jeden Fall, hier auf jeden Fall. Die Schmiede, die lassen wir so. Da ist es so. Also machen wir hier noch so ein Dach drauf aus den. Aus Holz, hier aus Holz noch sowas drauf. Weil das gefällt mir hier schon. Ne? So hohle Steine gibt's, weiß ich nicht. Guck ich nachher, gucke mal später mal. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal werden wir uns dann um den Metzger kümmern. Dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Wünscht euch euer Yoshi. Ciao mit V.